So, hallo liebe Freunde von YouTube und Facebook. Ich möchte heute mal der Abwechslung halber mal Haushaltstipps geben, ja, weil ich da einige interessante Sachen gefunden habe und entdeckt habe. Weil ich denke, super Sache, ja. Ja, fangen wir mal an. Und zwar mit diesem kleinen Gangster hier. Spider-Man. Ja. Spinnen, eigentlich muss man sagen, sind Spinnen nützliche Tiere. Ja, sie fangen ja Fliegen etc. und ja, gehören ja auch zum Ökosystem. Allerdings in der Wohnung verbreiten sie halt doch gerade auch bei Frauen Angst und Schrecken. Und ja, und teilweise machen sie auch die Wohnung schmutzig, weil sie ja überall Netze bauen und das ist ja auch nicht so schön. Ja, und man hat dann Versuchungen zu kommen, die Spinnen zu töten, weil ja auch aus spiritueller Sicht sollte man ja das Leben achten. Und es macht ja auch vielleicht keinen Sinn, jedes Mal so ein Spinnenblutbad an der Wand zu haben oder am Boden. Habe ich was Geiles entdeckt, wo ich gesagt habe, da habe ich jetzt einfach mal ein bisschen mein Geld zusammengelegt und habe gedacht, das kaufe ich mir. Und zwar dieses geile Gerät hier, den Spider-Catcher. Ja. Ich sage jetzt bloß nicht, welche Firma, weil ich möchte jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass ich einen kommerziellen Kanal aufziehe jetzt. Aber dieses Teil ist wirklich sehr sinnvoll, um Spinnen lebendig zu fangen, ohne sie zu töten, ohne sie irgendwie zu quälen. Ja, und man hat hier, seht ihr, den Griff, da kann man drauf drücken. Und wenn man drauf drückt, gehen hier die Borsten auf und quasi gehen in Fangstellung. Wenn man jetzt die Spinne, sei jetzt mal so an der Wand hat, die können Sie sehen, dann geht man her, zack, fangt die Spinne. Ihr seht, die Spinne ist jetzt da drin. Jetzt kommen wir mal genauer hin. Ja, sie kann sich nicht mehr wehren, sie kommt nicht mehr aus. Dann geht man raus zur Tür und dann zack, 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 zack. Ja, öfters mal drücken und die Spinne ist draußen und aus der Wohnung und so kann man sie entfernen. Also alles wunderbar, tierfreundlich, vegan oder wie man sagen soll. Was man ein bisschen achten muss, dass wenn man auf die Spinne zugeht, die Borsten nicht zu arg spreizt, weil dann kann nämlich sein, dass die Spinne innerhalb von den Zwischenräumen abhauen kann. Das ist mir schon passiert. Also wenn jetzt hier die Zwischenräume sind, die Spinne ist da drin, kann schon sein, dass sie ausbüxt. Ja. Deswegen vielleicht lieber mal die Borsten eher ein bisschen zusammenhalten und gesagt und so auf die Spinne zugehen und zack, hat man die Spinne wunderbar. Kam schon öfters bei mir im Einsatz, egal ob das jetzt die Winkelspinne ist, also die große Hausspinne oder der Weberknecht, sagt man ja. Also funktioniert wunderbar, muss ich sagen. Ein super Teil, der Spider-Catcher. Ja, kostet, ich glaube, 14,95 € gibt es bei eBay zum Kaufen. Ja, was kann man noch gegen Spinnen machen? Es gibt hier noch ein Spray, ein Spinnenabschreckspray. Schaut es mal hier. Sieht ungefähr so aus. Und damit kann man zum Beispiel den Türrahmen einsprayen, den Boden an der Tür, vor allem oder auch Balkontür. Auch Fenster kann man zum Beispiel Fensterrahmen einsprühen. Ja. Halt ein bisschen nicht so viel versprühen, weil es ist ja dann Verschwendung, muss gar nicht sein. Es reicht eine Sprühschicht auf dem Boden und die Spinnen kommen dann nicht mehr. Ja, nie mehr nicht. Also man muss es alle 3 Wochen ungefähr muss man es wieder erneuern. Ja. Und ja, das ist zum Beispiel auch ein Mittel, um Spinnen aus der Wohnung fernzuhalten, dass man sich so ein Spinnenabschreckmittel kauft. Was sehr gut ist, um Spinnen aus der Wohnung fernzuhalten, ist Lavendel. Da gibt es Lavendel-Duftkerzen, da gibt es Lavendel Bodenputzmittel, dann gibt es Lavendel, was ganz gut ist, Lampen, Duftlampe, ja, oh, Entschuldigung, jetzt habe ich gerade das Handy, Entschuldigung. Da kann man also, ich weiß, ihr kennt es ja vielleicht so, ja, Duftöl gibt es ja so, ja, dann hat man unten so eine Katze und oben tut man ein bisschen Wasser drauf und ein paar Tropfen von dem Duftöl. Und dann hat man den Lavendelduft in der Wohnung. Man kann ja natürlich auch richtige Lavendelpflanzen in die Wohnung holen. Das kann man natürlich auch machen, echte Pflanzen. Ja, also so viel wie möglich Lavendelduft in der Wohnung erzeugen.
dann bleiben die Spinnen weg. Ich habe es schon mal angewandt mit dem Duftöl und dann war es so, dass aber gerade in dem Moment, wo ich das dann angewandt habe, eine Spinne aus der Ecke raus ist, wo sie schon war, ja, und natürlich dann versucht hat, den Weg nach draußen zu finden, ja. Also dann kann es natürlich sein, dass gerade in dem Moment dann eine Spinne an der Wand ist, ja, die schon in der Wohnung war, ja. Aber dann zack, Spider-Catcher nehmen und zack und weg mit und raus mit der Spinne, ja. Das ist jetzt nochmal so ein Haushaltstipp, ja. Dann habe ich was Cooles mit Messing. Was, wie man zum Beispiel Messingschmuck, ich habe ja hier, ich habe es immer gesehen, meine Sonne, die schnell, sehr schnell Rost ansetzt, also meine Sonnenanhänger. Da hilft Zitronenwasser, habe es jetzt auch wieder eingelegt, Zitronenwasser und Salz einlegen und dann säubern und der Rost ist wieder weg. Ja. Ich habe beim Messingschmuck leider so ein bisschen ein Problem. Ja, dann habe ich noch eine super Lobpreisung auf ein ganz besonderes Haushaltsmittel, nämlich Essig. Essig ist nicht nur ein Kalkentferner, ja. Er befreit die Wohnung auch vom Schimmel. Also ihr braucht, es gibt ja so Schimmelentferner, gibt es ja auch extra speziell, braucht man eigentlich gar nicht. Essig hilft wunderbar gegen jeden Schimmel und nicht nur das, auch gegen Pilze, zum Beispiel auch gegen Fußpilz. Ja. Habe ich verwendet, also ich habe Fußpilzcremes aus der Apotheke benutzt und ich habe den Fußpilz, was ich gehabt habe, nie weggekriegt. Also war also immer bloß vielleicht kurzzeitig oder so, hat ein bisschen was geholfen. Aber dann habe ich mal meinen Fuß mit Essig eingerieben, ja, einfach Essig ein bisschen aufs Tempo drauf, ja, und dann den Fuß schön mit Essig einreiben. Richtig kräftig, das auch die Schuhe, ja, weil der Pilz, der verbreitet sich ja auch, ja. Auch richtig dann auch die Socken drüber ziehen, also wenn das dann alles ein bisschen nach Essig riecht, die Füße vielleicht am Anfang, das legt sich wieder, das verdampft wieder und es ist wunderbar. Ja, kein Fußpilz mehr, seit ihr Essig verwendet, muss ich echt sagen, ein absolutes Top-Wundermittel. Wo man aber aufpassen muss, ist, wenn jemand zum Beispiel empfindliche Haut hat, ja, da wäre ich dann noch ein bisschen vorsichtig mit Essig, ja. Aber ich habe keine empfindliche Haut und von dem her nutze Essig und es ist echt wunderbares Haushaltsmittel. Ja, ich habe auch gelesen im Internet, hilft auch zum Beispiel gegen Urinstein. Also das dann wäre es auch voll natürlich. Ja, muss man dann nicht immer die chemische Keule anwenden. Ja, weil das ist ja auch sehr, vielleicht auch nicht gerade unbedingt umweltfreundlich da immer dieses der Urinsteinlöser. Ja, das sind so nützliche Tipps, wenn man dachte, hey, das bringe ich doch mal an. Ja, also besonders der Spider-Catcher ist natürlich echt ein cooles Teil. Kann ich echt nur weiterempfehlen, Leute. Das ist schon mal eine sinnvolle Investition. Also, weil ich habe eine Kellerwohnung, da sind immer mal wieder Spinnen und wie gesagt, und ich habe es dann auch versucht, aber im Glas zum Beispiel einzufangen und das war dann auch mal beschissen, dass ich mit dem Glas hingegangen bin und gerade in dem Moment, wo die Spinne ausbüchsen und ich komme mit dem Glas hin. Und trifft die Spinne gerade mit dem Glasrand auf ihren Körper und batsch war die platt und der ganze Sapper und das Blut von der Spinne war am Glas und am Glasrand und an der Wand und das war halt voll beschissen. Ja, und von dem her ist das natürlich also echt die Zukunft, ja, muss ich echt sagen. Ja, wie gesagt, also das ist besonders und Essig war wirklich auch ganz toll, wie gesagt, es hat mich echt vom Fußpilz befreit, muss ich echt sagen. Super Sache. Ja, okay, vielleicht habt ihr auch noch ein paar Haushaltstipps, wenn ihr da auch noch ein paar Ideen habt, schreibt mir bitte in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, abonniert meinen Kanal, teilt das Video und würde ich sagen, macht es gut und bis bald und bis zum nächsten Mal.